Ring, 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 Hashtag Lappenalarm. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hashtag Lappenalarm, eurem Lieblingspodcast hier auf der Plattform eurer Wahl, wenn man so möchte. Ne? Herzlich willkommen alle Zuschauer, die gerade live dabei sind auf beam.pro/franzzockt und genauso sind alle Zuschauer, die gerade live dabei sind auf youtube.com/derfranzzockt. Die Podcast-Version von diesem wunderbaren Format erscheint in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf meiner Website und auf iTunes und auf Stitcher und so weiter und so fort und am Mittwochabend um 20 Uhr als Videoversion mit Chat-Einblendung, die ihr jetzt hier auf der linken Seite seht, sofern ihr denn wirklich hier videomäßig unterwegs seid. Lappenalarm ist meine wöchentliche Call-In-Sendung, das heißt, ihr könnt zu einem bestimmten Thema oder ihr könnt zu einem Thema eurer Wahl einfach anrufen und mir schnacken. Es sind viele Dinge passiert in der letzten Zeit und ich habe etwas vergessen. Ich habe etwas vergessen jetzt zu machen. Es fällt mir gerade ein, was ich in dieser Woche machen wollte. Und zwar war ja in der letzten Woche WWE Live und GWF Unstoppable und viele Friends sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hey Franz, cool, dass du am Start bist. Ich gucke deine Videos, können wir kurz ein Bild machen? Und das fand ich fantastisch. So, ne? WWE Live bin ich ja wirklich nur hingegangen wegen euch, weil ich fand die Show so langweilig, das glaubt ihr gar nicht. Und dann wurde ich nur bestätigt in meiner Annahme oder mit meinem aktuellen Stand, dass ich sehr wenig WWE gucke. Und und ich wollte eigentlich diese ganzen Bilder sammeln und euch die jetzt heute zeigen. Problem ist, habe ich jetzt leider nicht. Habe ich jetzt leider vergessen. So, vielleicht mache ich das. Irgendwann mache ich das noch. Vielleicht mache ich es in der nächsten Woche. Auf jeden Fall werde ich es noch nachholen. Wie gesagt, danke alle, die bei WWE Live am Start waren. Und dann auch infolgedessen dann hoffentlich, wir haben ja auch sehr viel Werbung gemacht, ganz viele von der GWF und ganz viele, die auch da waren bei WWE Live für die Veranstaltung, die am Samstag waren, was fantastisch. Es war fantastisch am Samstag. GWF Unstoppable, Zuschauerrekord, wahrscheinlich auch für ganz Wrestling Deutschland, man weiß nicht so ganz, um die 1000 Zuschauer, offizielle Zahlen gibt es nicht so wirklich, um die 1000 Zuschauer, auf jeden Fall war es voll. Es war voll, die Stimmung war super und wir hatten ein riesiges Set, wir hatten eine LED-Leinwand, auf der ein, zwei Clips von mir liefen, die ihr auf YouTube gerne nachgucken könnt. Und es gab sehr, 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 sehr fantastische Matches. Die ersten zwei Teile gibt es, wenn ihr das hier gerade auf YouTube seht, bereits schon auf vimeo.com/ondemand/GWF Unstoppable von mir geschnitten zur Verfügung. Und glaubt mir, holt diese Veranstaltung und erlebt eine fantastische Veranstaltung, die, ja, das habe ich gerade schon gesagt, kleine Previews bekommt ihr auf den YouTube-Channel der GWF, wo ihr unter anderem seht, wie Vincenzo Cocotti mal wieder versucht, seinen Loserweight-Titel loszuwerden oder wie ein Martin Guerrero auf einmal im GWF-Ring steht oder ganz, so ganz absurde Sachen. Ja. Lappenalarm wäre nicht möglich ohne den Support meiner Superfriends. Ja, ist Hashtag Friends, so nenne ich meine Zuschauer, ja. Wisst ihr, wie das zustande gekommen ist? Franz, mein Vorname, oder das englische Wort Friends für Freunde, zusammen ergibt mein Vorname erstrichen Hashtag Friends. Wow, Franz, was für ein grandioses Wortspiel. Und eine Stufe darüber sind die Superfriends. Die unterstützen mich monatlich mit 5 Euronen und bekommen dafür exklusive Vorteile, wie, dass sie meine Videos alle früher sehen können, dass sie mit mir in einer WhatsApp-Gruppe sind, alle Infos zuerst bekommen und im ständigen Kontakt zu mir stehen, falls sie irgendwelche Fragen haben und so weiter und natürlich mit den anderen Superfriends sich austauschen können. Es ist fantastisch. Und diesen Leuten möchte ich einmal Danke sagen. Ich habe aktuell die Liste nicht auf den aktuellsten Stand. Eventuell vergesse ich jetzt den einen oder anderen. Es tut mir leid. Auf jeden Fall geht ein Danke raus an David PXC, Exirose, dann der Hannes, Philipp, dann der Roman, dann der Sascha, der Leon, der Torben, der Tobias, der Kai, der Wamba, der Lukas, der Moritz, dann der Johannes, dann der Martin, dann der Olli, dann der Dominik, dann der Atta, dann der Robert, der Rocco, dann der gute Nickel, dann der ein weiterer Chris, dann kommt Whisper X, André, dann haben wir noch den Choyo, Arun und den Christopher. Vielen Dank für euren Support. Genau genommen sind es nicht 5,55 Euro, sondern 5,55 Euro sind es nur, wenn ihr nicht die Option übernimmt, von wegen Gebühren übernimmt. Wenn ihr PaySafeCard oder so nimmt, dann zahlt ihr nicht 5,55 Euro. Aber dazu mehr Infos in der Videobeschreibung. Schön, hätten wir das auch wieder abgehakt. Ich habe vorhin die Diskussion oder die Unterhaltung hier mit den Friends geführt, mit der Frage, ob wir eventuell mal wieder überlegen könnten, bei Lappenalarm ein Thema oder ein Hauptthema pro Sendung zu etablieren. Ich halte das nicht für den schlechtesten Vorschlag, ich bin aber der Meinung, man sollte nicht die Leute dazu zwingen, dazu zu was zu sagen, sondern das einfach so als, wie gesagt, so als
als vorgegebenes Thema so dahin zu schmeißen. Und wenn die Leute Bock haben, können sie dazu was sagen. Und wenn nicht, aber das ist, dass man darum irgendwie einen Rahmen drum strickt. Problem ist nur, bisher hat mir noch kein Thema so wirklich zugesagt von den Vorgeschlagenen hier im Chat. Ich meine, wenn ihr jetzt Vorschläge habt, dann könnt ihr diese gerne mal im Chat posten. Oder ihr könnt mir natürlich jetzt einfach Fragen stellen. Und vielleicht komme ich dann dahin oder dadurch auf ein weiteres Thema. Bedenkt bitte, wir brauchen Themen, die am besten zeitlos sind oder relativ lange auch oder die man sich auch ein Jahr später angucken kann oder darüber diskutieren kann. Ich weiß es noch nicht ganz. Und am besten natürlich irgendwie im Wrestling-Bezug, Serien. Ja, dann kann es natürlich mit Lucha Underground und mit Dings wieder um die Ecke kommen. Ah, ich weiß es nicht. Serien, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute wollen irgendwann mit Wrestling hören, oder? Ihr wollt irgendwann mit Wrestling hören? Kann das sein? Ist das möglich? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wrestling! Fantastisch. Neue Formatideen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich habe nicht so wirklich viel zu berichten aus der letzten Woche, außer dass ich sehr viel Stress hatte, dass ich sehr viel geschnitten hatte. Es ist immer wieder fantastisch, wenn ich so Donnerstagabend so die Info bekomme von meinem Vorgesetzten bei der GWF, wo dann gesagt wurde, Franz, weißt du, was richtig cool wäre? Wenn wir so einen Intro-Clip hätten für GWF Unstoppable, das wäre richtig fantastisch. Ich habe gesagt, niemals, ich habe genug gemacht. Da hätte man mir auch früher sagen können und nicht anderthalb Tage vor der fucking Veranstaltung. So, dann hat der Herr Kollege mich natürlich klein gekriegt, weil ich es nicht schaffe, gegen anzureden oder so und ich mich nicht durchsetzen kann. So, und genau, das kann keiner so gut wie du. Dann kommt man da mit solchen Aussagen kommt man da um die Ecke, so, ne? Und dann habe ich noch so einen coolen Intro-Clip gemacht, den könnt ihr sehen, auf dem WWE-Channel. Und naja, aber ist cool, wenn halt der eigene Clip so auf einer großen Leinwand dann spielt, vor 1000 begeisterten Wrestling-Fans. Und der noch halbwegs gut ist. Es ist fantastisch. Jo, Intro war auch episch, genau. Das Intro und der Halbclip zum Main Event sind beide auf dem YouTube-Channel der GWF. Und dann war halt die Veranstaltung, war fantastisch. Ich möchte in dieser Episode nicht über die Ergebnisse reden, weil ich euch die Möglichkeit geben möchte, natürlich die Veranstaltung auf Vimeo zu schauen. Vielleicht reden wir dann in der nächsten Episode über die Veranstaltung an sich. Was war noch? Ja, und ansonsten halt die Nacht dann durchgemacht, weil der erste Teil dann, ich hatte mich ja dafür eingesetzt, dass der erste Teil von Vimeo auf Vimeo schon einen Tag nach dem Event online sein sollte. Es wurde mir herangetragen, dass es eventuell nicht so die beste Idee ist, von wegen, aber dann willst du dir das wirklich antun, blablabla, aber ich habe dafür gekämpft, dass man gesagt hat, von wegen, die Fans, die sind so heiß nach Courage, die müssen die Veranstaltung sehen, und deswegen konntet ihr schon einen Tag später, sogar pünktlich, ja, auch selten, diese Veranstaltung auf Vimeo in Teilen genießen. Könnt ihr euch bei mir bedanken. Danke Franz, dass du 30 Stunden wach warst und für uns die Scheiße geschnitten hast. Und dann war ich auch noch beim Knockout Talk mit dem Perky und mit dem guten Thumbtack Jack und Valani Zanti und mit Ingo Vollenberg. Und da haben wir auch nochmal über Unstoppable geredet. Das könnt ihr euch auch noch alles rantieren. Antun, bin nach Hause gefahren, hab dann 16 Stunden gepennt, war fantastisch. Es war fantastisch. So, ich hole jetzt den ersten Anrufer rein. Der Perky hat leider sehr wenig Zeit. Der spammt hier schon im Chat schon wieder eine Runde. Von daher hau ich ihn ganz schnell noch mit in die Leitung hier rein. Und dann kann noch kurz sein Senf hier loswerden. Da haben wir wieder. Schaut sich trotzdem keiner an. Das ist Quatsch. So. Da ist der Perky. Hey, da sind wir wieder. Perky, man, versteh dich jetzt. Warum hast du nur so wenig Zeit? Erzähl nochmal. Heute Abend Geburtstagsparty von einem Kollegen von mir, da wird reingefeiert, in Bayern ist Feiertag, Buß- und B-Tag, morgen keine Schule, von daher. Buß- und B-Tag, das ist doch nur in Bayern frei, oder? Also richtig, weil die Uhr noch da ein bisschen anders tickt. Ja, aber ob das so gut ist oder nicht, gut, Thema für ein anderes Mal. Perky, wie war denn dein Wochenende? Wie warst du in der Küche von Ingo zu pennen? Oh, ey, das war krass. Ich hab echt, du kennst mich ja, ich wache standardmäßig um 8 auf, aber ich bin da tatsächlich, hab bis 11 gepennt. Das ist ja für mich auf jeden Fall, ja, die Reaktion von Franz, die sagt es schon, also ein Wunder, wahrlich wunderbar war das. Nee, also ich kann ja sowieso überall pennen. Ich hab bei TJ in München auf der Mini-Couch gepennt mit 1,95, das ging alles klar. Ich hab bei Ingo in der Küche gepennt, die ultra hart war, wo ich nur meinen Schlafsack hatte. Es ist alles möglich, wenn man
nur etwas motiviert ist und noch jung und dynamisch ist. Gut, das kann Franz nicht mehr von sich behaupten. Nee. Die YouTube-Clips und GBF-Videoschnitte, die raffen einen körperlich sowie psychisch dahin. Aber nee, war super. Also vor allem natürlich die Legende Franz Zockt wieder zu treffen. Martin war auch am Start und so. Also ultra wunderbar. Der Martin, der große Auftritt. Ich weiß auch nicht. Wo ist denn... Du weißt ja auch nicht. Wo ist denn hier unser VIP, den du angekündigt hast? Mann, ich versuche Christian Bruns jede Woche zu überreden, aber der sagt, nee, nee, ich hab zu tun. Der Typ ist so ein fauler Sack. Ja, ja. Ohne Witz. Das ist schlimm. Der sitzt genauso wie du fast nur zu Hause und isst so seine Tiefkühlpizza, seinen Salat und macht ein bisschen seine Zeitung da, aber das kostet doch nicht so viel Zeit, dass man nicht mal ein bisschen bei Lappenalarm anrufen kann. Ich weiß nicht. Ich werde ihn noch dazu kriegen, dass er hier mal durchklingelt. Das will ich ja wohl meinen. Ring, 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 Ring. Ich meine, er ist doch Fan Number One. Ring, so, Ring. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Absolut, Franz. Ich würde auch schon wieder sagen, ich ziehe durch. Danke dir. Und dann ist er wohl der kürzeste Perky-Auftritt, den wir je hatten bei Lappenalarm. Rekord. Ja, gezwungenermaßen. Ich hätte gerne noch 10 Minuten weiter gequatscht, aber heute geht das wohl nicht. Alles klar, haust rein, man hört sich. Ciao, ciao. Ach Gott, Leute, das war ja mal sweet. Gut, Leute, ruft mal eine Runde an. Ich gebe euch nochmal den Link gerne. Ich gebe euch den Link nochmal gerne in den beiden Chats, sodass ihr gerne mit in die Konversation einsteigen könnt und anrufen könnt zu einem Thema eurer Wahl. Ihr könnt auch gerne anrufen und ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee, was wir als Thema heute nehmen. Wir nehmen als Thema Themenvorschläge für weitere Folgen bei Lappenalarm und ihr begründet sie. Ist das nicht fantastisch? So, so, wo ist denn jetzt der YouTube-Chat? Und dann begründet ihr mir, warum das Sinn machen würde. Das ist fantastisch. So, das heißt, ihr ruft an und dann sagt ihr, Franz, ich wünschte mir eine Lappenalarm-Folge nur darüber. Und dann können wir ja schon ansatzweise darüber reden und teilweise diskutieren. Das habe ich doch geschickt eingefädelt. Oh, what? Oh, what? Ah, oh, what? Dann ruft keiner mehr an. Wieso ruft denn keiner mehr an? Erklär mir das mal. Stuck, Killer, Plow. Smackdown als Thema heute. Das Problem ist, ich habe halt Smackdown nicht gesehen in den letzten 4 Wochen. Das ist das Problem. Ich hatte die Diskussion auch am Wochenende wieder, wo ich dann einfach meinte, es sind eigentlich die coolsten Leute oben im Main Event oder oben bei der WWE, aber trotzdem kriegen die mich einfach nicht mehr. Es ist so viel. So, wir holen mal den nächsten Anrufer direkt rein. Wie selber schuld. Was selber schuld, Hordatsch. Was geht ab? Und zwar ist das der Cem_No. Mal sehen, ob sein Mikrofon funktioniert oder wie das da gehandelt wird. Bitte melde dich. Ist denn hier auch eine Show? Irgendein Trash-Fernsehformat? Mach dein Mikrofon an und wenn du über den Browser drin bist, dann musst du deinem Browser die Berechtigung geben, dass es auf dein Mikrofon zugreifen kann. Los geht's. Cem, auf geht's. Franz, ich soll ins Performance Center. Ich Lappen, dann gibt's aber überhaupt nichts mehr von mir. Wenn ich im Performance Center bin, dann gibt's überhaupt keine Videos mehr von mir. Das tut mir leid. So, Cem möchte nicht, Cybermaster. Helly, hallo, du darfst jetzt. Stell dir vor. Achso, warte kurz. Ja, hallo. Hey ho. Ja, ich bin. Ja, ich kenn mich. Ich war ja schon mal drin. Ich bin der Cybermaster und ja, ich wollte mit dir über. Unstoppable reden. Ja, wie gesagt, bitte nicht Ergebnisse spoilern, nur allgemein halten. Wie viel? Warst du da oder hast du Vimeo geguckt? Ja. Ja, ich bin einer der 2 Zuschauer gewesen, der Tickets sogar gewonnen Tim, hat. Tim, bist du denn? Ja, genau. Alles klar. Du bist. Ach! Ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich da hingekommen bist. Cool. Ich wusste nicht. Ich habe jetzt auch nicht die irgendwie nochmal nachgefragt, ob derjenige auf der Gästeliste wirklich rüber reingekommen ist. Mit wem warst du denn da? Einem anderen Freund, der auch sehr großer Wrestling-Fan ist. Ja. Und ja, hat echt gut geklappt. Das freut mich doch. Der zweite Kollege hat sich leider nicht gemeldet, der zweite Gewinner. Aber er wäre auch gar keine Zeit mehr dafür gewesen. Dann war es wahrscheinlich deine erste GWF-Show? Ja, und es war jetzt meine zweite WWE-Show generell. Also Wrestling-Show. Und dazu muss man, also Wrestling-Show, ja, generell. Und muss sagen, es ist unglaublich gewesen. Also es war unglaublich.
das mal zu sehen. Ja, es ist natürlich auch die beste Veranstaltung gleich am Anfang erlebt. Du darfst natürlich jetzt nicht so ein großes Set und so weiter für jede Veranstaltung jetzt erwarten. Aber es ist natürlich schon mal ein guter Ersteindruck, um eventuell Fans auch für die weiteren Monate zu catchen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von deinen Ersteindrücken und so. Ja, also soll ich jetzt sagen, ich fand es erstmal unglaublich groß, wenn man das mal gesehen hat. Also es war ein ganz großer und es war nicht so groß natürlich wie die Olympiahalle in München, wo ich ja auch war. Aber das war einfach ein ganz großer Unterschied zwischen dem. Es war einfach viel besser von den Matches her und alles. Also da war ich generell. Ja, das freut mich doch. Haben wir am Samstag auch miteinander gesprochen? Nee, leider nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Hättest du auf mich zukommen sollen. Du hättest gesagt, hey, ich bin Cybermaster, kennst mich. Ja. Ja. Vielleicht gut gewesen. Ja. Egal. Aber hattest du denn Courage vorher geguckt gehabt? Ja, jede Folge. Super, denn das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Ich habe teilweise auch Leute gelesen, die Courage nicht geguckt haben und dann zu Unstoppable begehen, wo ich denn mir denke, warum Leute? Was soll denn das? Wie soll das gehen? Ja. Du hast doch gar keinen Zusammenhang dann. Dazu gab es leider auch nicht so viele Hype- oder Videozusammenfassungen. Das ist noch ein Kritikpunkt, den man sich vielleicht für die nächste große Veranstaltung vornehmen könnte, dass man wirklich zu jeder Storyline irgendwie eine kleine Zusammenfassung hat. Das haben wir jetzt im Prinzip nur, ja, wir hatten gar keinen. Wir hatten am Ende den Hype-Clip, den ich gemacht habe, aber der fasst die Storyline nur ganz grob zusammen, und der Hype-Clip zwischen Mike und Ivan, der kommen sollte, der wurde falsch gerendert, aber der kam nicht von mir. So, und daher musste man schon irgendwie in dem Geschehen drin sein, um das Ganze zu verstehen. Was war denn für dich dein Match of the Night von Unstoppable? Okay, das ist natürlich ziemlich schwer, da habe ich eigentlich zwei natürlich. Ist ja egal, kannst auch mehrere nennen, mir ist ja egal. Ja gut, okay, ist eigentlich drei. Ivan Kiev gegen Crazy Sexy Mike war natürlich ein ziemlich brutales Match. Genau, da könnt ihr euch mal, du kannst mir ein bisschen drüber reden, wie gesagt, nicht spoilern. Ich hau da mal, ich such da mal ein paar Bilder raus. Ja, ich werd versuchen, nicht zu spoilern, wo es echt schwer ist. Naja, du kannst schon einige Spots so anteasen, aber nicht sagen, von wem wer was gemacht hat und so weiter. Du kannst sagen, dass viele Kendo-Sticks involviert waren. So. Ja, ich sag mal so, danach sah zumindest der Rücken von Ivan Kiev nicht mehr normal genau, aus. Genau, das Bild suche ich gerade raus. Ah, okay. Und das Beste war, oder was man als Zuschauer gar nicht gesehen hat, es gab da einen Spot, wo die Kollegen teilweise ein bisschen durch Tische und so geflogen sind. Ich zeig mal hier den Rücken von Ivan. Er ist wunderschön. So sah das nach dem Match aus. So, so. Und das, was man nicht gesehen hat, er hat irgendwie einen Splitter in den Zeh bekommen durch seinen Schuh und dann ist sein Nagel abgefault. So, ich habe das Bild gesehen. Das sah nicht lecker aus, das kann ich euch sagen. Das gibt's aber nicht online, das wäre, glaube ich, nicht gut für die Richtlinien. Ich glaube auch nicht. Das war schon sehr brutal, da hast du auf jeden Fall recht. Und es war nicht das einzige No-Holds-Barred-Match. Es gab ja auch noch Wessner gegen Blue Nikita, die schon so die eine oder andere Schlacht miteinander hatten. No-Holds-Barred. Und das war der Abfuck Nummer 1, Leute. Das müsst, alleine deswegen solltet ihr euch Unstoppable holen. Diese Blue Nikita. Wisst ihr, was die gemacht hat? Im Entrance? Wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat mir mein Bandana abgenommen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist für mich die größte Demütigung, die es gibt. Unglaublich. Und jetzt einfach durchgezogen. Das war nicht geplant, oder? Naja, es einfach so gemacht. So halb. Wir bleiben mal, wenn wir mal kurz, wie sagen wir, ums K-Fape kurz zu brechen. Sie hat es mir so einigermaßen angekündigt, aber ich habe nie mein Okay gegeben. So. Und deswegen habe ich mich auch so gewehrt und so. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das noch irgendwie da gesellt oder so, ne? Und ich fahre da bloß auf Defensivmodus. Und nach dem Match wurde ich auch noch geschubst. Der Roman auch, der wurde noch geschlagen. Oh, der Roman hier, der neben mir saß. Ist unglaublich. Aber ansonsten ist sie eine sehr nette. Dann natürlich noch ein Match, was ich auch sehr gut fand.
Kalito gegen Rambo gegen Orlando Silva. Süd. Das habe ich vorhin erst fertig geschnitten. Ist sehr, sehr schön, ja. Es kommt. Ja, ist ja dann schon online, ja, wenn ihr morgen das seht. Fand zwar, das ist natürlich. Ja, ich würde so gerne sagen. Ja, das. Ich sage so, ich. Das ist auf jeden Fall. Es war halt nicht kein Riesenspotfest, so, ne? Aber es war halt ein Latino-Triple-Threat. Ja. Weil halt alle drei Spanisch sprechen oder aus der Region da kommen. Und was am meisten aufgefallen ist in dem Match, wie krass in Shape einfach Kalito war. Der hatte halt einen Body gehabt, wie als würde er täglich 8 Stunden trainieren, so. Aber nur in der Bauchmuskel regt. Nee, eigentlich überall. Der hatte auch so einen fetten Bizeps. Das ist unglaublich gewesen. Für so einen Kalito würde man nie denken. Und dann hat man dann so einen Orlando daneben, der mal halt, ja, wie sagt man, wie umschreibt man das nicht so, Handwerkerkörper hat, was ja nicht schlimm ist, aber dann fällt halt einfach schon stark auf, so, ne? Ja, dann natürlich noch das Match, der Main Event, Cash Money Akan gegen Pascal Spalter, der Held der Hauptstadt. Mit einigen. Irgendwie mag ich ihn nicht. Wen magst du nicht? Ich mag Pascal Spalter nicht. Aber magst du Erkan? Ja, irgendwie schon. Ich weiß aber nicht genau, warum. Ja, das würde ich gerne fragen. Wie kommt man darauf, Erkan zu mögen? Das hat mir immer noch keiner richtig erklären können. Ja, ist vielleicht irgendwie, natürlich wegen seiner ganzen Mafia da, also dahinter, die er hat vielleicht. Hatte. Ja, hatte, stimmt. Da ist nichts mehr mit Mafia. Und, ja, leider. Ja, auf jeden Fall hatte dieses Match einige Überraschungen parat. Schaut euch das Ganze an. Und wenn das denn auch auf Vimeo online ist, bin ich schon sehr gespannt. Ich habe schon meine Reaktion auf Finish gesehen on tape. Freut euch darauf. Gut, Tim, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich denn dich auch am 3. Dezember begrüßen darf zu Women's Wrestling Revolution 2, ja, und zu, okay, King of also Berlin im Astra. Mal schauen, ja. Ich hoffe doch, glaube doch. Hat mich sehr gefreut, haust rein. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Du Mann, das hat auch perfekt funktioniert. Karten verlost und direkt Fan fürs Leben gewonnen, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. So, wann kommt denn das Video? Was für ein Video? Wann meinst du denn, Benny? Das Main Event kommt am Sonntag. Das kommt am Sonntag. So, wir haben tatsächlich jetzt einige Leute in der Wartehalle, die sich angesammelt haben. Das freut mich. Und dann nehmen wir natürlich erstmal Leute, die noch nie dran waren. Zum Beispiel dieser Faris. Mal sehen, was der zu sagen hat. Hallo Faris, bitte entmute dich und mach deine Kopfhörer an und dann kannst du mit mir sprechen. Hallihallo. Moment. Ja. Hallo. Hallihallo, stell dich kurz vor. Ich bin Faris, komme aus in der Gegend Dortmund und ja, bin jetzt schon seit der ganzen Zeit Wrestling-Fan, hab vor kurzem aber erst wieder angefangen. Ja, wer bist du denn? Ich bin 16. Cool. Was für ein Thema möchtest du belabern oder vorschlagen oder was hast du mitgebracht an? Also, was hast du denn so vorgestellt, was du so zukünftig so für deinen Kanal machst? Weil hauptsächlich ging es doch darum, dein Kanal und Gaming. Ja, das ist richtig. Und naja, also Wrestling-Gaming halt so, ne? Das ist halt das Hauptthema. Genau. Und Wrestling-Gaming. Ja. Das momentane Wrestling-Game, also die Karriere zumindest, ist ja jetzt nicht so, was man für... Kannst vergessen, ja. Für Dauer... Ja, genau. Ganz vergessen. Genau, da werde ich sagen, was ich in den letzten Wochen immer gesagt habe. Sobald ich jetzt mehr Zeit habe, das müsste theoretisch ab nächste Woche denn so sein, versuche ich schon, neue Formate rauszubringen. Also erstmal, also was ich gerne machen möchte, was nicht heißt, dass ich es machen werde, ne? Aber was ich gerne machen möchte in 2K17 noch, passt auf. Challenges sind so oder so, klar. Die fordern alle, gibt's auch irgendwann. Ja. So, dann will ich immer noch einen Universe-Modus machen mit dem guten Ricky von Ricky Mania. Ich muss ihn bloß anschreiben und dann müssen wir das irgendwie hinkriegen. Aber ich wollte das ein bisschen anders aufziehen als vielleicht an manche andere Kanäle. So, dann will ich natürlich wieder Turniere machen. Lappenweight Championship. Dann würde ich gerne mir eine Lappenweight Championship in echt bauen, damit ich einfach so als Prop oder so. Wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Ideen habt, wie man möglichst billig sich eine Championship baut, die aber nicht aus Pappe ist, dann immer her damit. So, dann möchte ich natürlich, dann habe ich eine kleine Idee, ich bekomme auch die, wie heißt es, Loot Crate WWE Box, ne?
So wie Martin und die ganzen anderen WWE-YouTuber. Mhm. Aber ich möchte nicht einfach bloß so ein scheiß Unboxing machen. Das ist mir viel zu langweilig. So, pass auf. Und es wird auch, wenn man sich dann da anmeldet bei Loot Crate, da bekommt man keinen Festbetrag, sondern bekommt dann später Provisionen für alle Leute, die sich dann über deinen Link dann so eine Box kaufen und so. Und da wird dann auch empfohlen, nicht einfach bloß so ein scheiß Unboxing zu machen, sondern irgendwie was Kreatives und so in der Art irgendwie zu machen. Und was ich gerne machen möchte, ist so eine Art Mischung aus Unboxing, Challenges und so weiter und so fort. Das heißt, ich suche mir dann irgendwie, also ich packe dann diese Box aus, weiß ja dann nicht, was drin ist. Und dann sage ich mir, okay, der erste Gegenstand, den ich ziehe und der jeweilige dazugehörige Wrestler, den muss ich spielen in 2K17. Das heißt, ich ziehe, weiß ich nicht, ein T-Shirt von The New Day. Cool. Und dann muss ich mir einen von The New Day ausdrücken. Also, dann ziehe ich einen weiteren Gegenstand, das ist denn mein Gegner. So, dann suche ich mir einen weiteren Gegenstand und weiß ich nicht, ich muss mir denn den um den Kopf binden oder den irgendwie tragen oder auf meinen Kopf behalten. Oder irgendwie sowas in der Art, um das dann alle zu verbinden, damit Leute Spaß haben, in Challenge-Manier, aber trotzdem ich eine Produktplatzierung habe, die aber trotzdem unterhaltsam ist. Hört sich doch eigentlich ganz cool an, oder? Ja, auf jeden Fall. Was kann man noch mit 2K17 machen? Natürlich online allgemein. Ich hätte schon Bock, hier mit den ganzen Friends, die immer im Discord abhängen, so ein bisschen auf New Legacy Inc. zu machen, ein bisschen Quatsch einfach bis online zu machen, ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren, vielleicht einfach im Stream ein bisschen zocken und dann Highlights raussuchen, die bei YouTube hochladen. Das könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten gibt's ja auch noch via DLC noch ein Showcase, der irgendwann rauskommt. Den werde ich natürlich dann auch let's playen. Also es gibt auf jeden Fall noch einige Sachen, die ich in 2K17 machen möchte. Stimmt, ja. Okay. Na gut, dann ja, war's das erste. Hast du Courage gesehen? Also ich habe mir die ersten beiden Folgen angeguckt. Ja. Die ersten drei Folgen. Ja. Oder ja, glaub schon. Ja, dann weiß nicht, habe ich zwischendurch dann aufgehört. Ich fand das Courage zwar ganz cool, das Projekt, auch mal cool, dass mal jemand Neues, wie ja versucht, was Großes aufzubauen. Aber ich weiß nicht, warum ich dann aufgehört habe zu gucken. Vielleicht entspricht das nicht so ganz meinem Stil, aber... Weiß ich nicht. Ja. Naja, wenn nicht, guckst du dir mal ein paar Highlight-Videos an, einfach nur auf dem GWF-Channel und dann brauchst du nicht die ganze Stunde und die Matches angucken. Meine Empfehlung, um bei Courage reinzugucken, oder wenn man nur eine Folge gesehen haben möchte... Wenn man Zeit hat für eine Folge, also eine Stunde Zeit hat und Courage noch nicht vorher gesehen hat oder auch nur eine Folge sehen möchte, um sich zu überzeugen von dem Projekt, dann empfehle ich jedem Folge 4, weil das für mich mit die unterhaltsamste Folge der ganzen Staffel ist. Dort wird Vincenzo Cocotti introduced, sehr viele schöne Comedy-Segmente, also wenn man ein bisschen auf Unterhaltung und auf Comedy Wrestling steht, dann ist Folge 4 für euch die richtige Wahl. So, Folge 4, ja, Folge 4. Und dazu gibt's, glaube ich, auch noch ein schönes Tag-Team-Match zwischen British Youngblood und den Arrows of Hungary, zwei gute Tag-Teams. Folge 4, Leute, Folge 4. Gut, du kommst aus Dortmund, hast du gesagt, oder aus der Nähe? Hagen. Aber glaube ich nicht. In Hagen, doch, ich weiß, wo Hagen ist, da war die GWF vor ein paar Monaten. So, warst du denn schon mal bei irgendeiner Indie-Wrestling-Veranstaltung, WXW oder so? Nein, ich war das erste Mal jetzt halt hier in WWE Live Oberhausen. Ja. Das war jetzt das erste Mal, wo ich war. Und ja, sonst war ich noch nie auf Veranstaltung. Aber mit wem warst du da? Warst du mit einem Kumpel oder mit Mutti oder mit wem warst du da? Mit meiner Schwester. Ist sie auch Wrestling-Fan? Also, ich erzähle meistens viel vom Wrestling, habe ich gesagt, komm, lass mal dahin. Ja. Aber, ja gut, meine Schwester ist natürlich schwierig. Aber du hast doch bestimmt irgendeinen Kumpel oder so, der auch Wrestling-Fan ist. Ja, auf jeden Fall, klar, siehst du. Und ja, ich meine, Dortmund ist nun wirklich nicht, oder Hagen ist doch... Hagen ist doch, also ja, Minuten mit dem Zug. Ja, ich wollte gerade sagen, aber die WXW ist doch ständig im Ruhrpott oder so. Die sind doch in Essen beheimatet. Mhm. Wie weit ist Essen von Dortmund entfernt? Oder Oberhausen? Wie weit ist Oberhausen entfernt von Hagen? Oberhausen ist schon ein bisschen, also mit dem Auto hat es eine Stunde, glaube ich, gedauert oder 40 Minuten. Das ist ja gar nicht. Aber ist auch möglich. Ich fahre innerhalb von Berlin 40 Minuten bis zur Show. So, das würde ich nicht. Ohne Oberhausen ist doch die WXW ständig und die machen da Knaller-Events. So. Also einfach mal vorbeischauen und wie viel hast du jetzt für dein WWE-Ticket bezahlt? So mindestens 80 Euro oder so, ne? 113 pro Karte. Ach so, hast du vorne gesessen? Mhm. Ja, siehst du, und bei der WXW oder beim Wrestling allgemein zahlst du dann irgendwie dann ein 20 oder ein 30er oder so und bekommst
besseres Wrestling, bessere Unterhaltung, bessere Stimmung und Leute um dich, die ungefähr genauso ticken wie du und nicht alle Roman Reigns abfeiern. Warte mal, sag mal ganz kurz, wann war denn, wo warst du denn das erste Mal bei einer Wrestling-Veranstaltung? Wie lange ist das denn schon her? Ich, meine allererste Wrestling-Veranstaltung war WWE Live in Berlin 2014. Also ich habe ja, ist auch noch nicht so lange her. Und da habe ich aber noch nicht in Berlin gewohnt. Dann war meine nächste letztes Jahr 2015 Februar WXW gegen GWF im Shake. Und sobald ich dann nach Berlin gezogen bin, letztes Jahr im Oktober, war ich bei jeder GWF-Show, so, weil es halt um die Ecke war und ich halt vorher immer 3 Stunden fahren musste da. So, aber solange die eine Stunde oder so fahrt, ist das für mich keine Ausrede, von wegen ist zu weit weg. So eine Stunde kann man ruhig mal aufnehmen. Und ich meine, auch mit Fahrkosten plus Ticket kommt dir billiger weg als nur ein Ticket für WWE. Und ja, ist schon ziemlich teuer, stimmt schon. Aber sag mir mal, als du das erste Mal bei der WWE warst, wie fandest du es? Das fandest du bestimmt auch mega, oder? Naja, geht so. Geht so. Ja, ich war vor 2 Jahren, wie alt war ich da? Da war ich auch schon 18, so, ne? Und ich weiß auch nicht so ganz. Problem war halt, ich war halt alleine da. Oder, also, was heißt alleine da? Ich habe halt Martin dort getroffen, aber damals kannte ich Martin noch nicht so gut. Aber ich saß halt alleine so. Und es ist halt immer weird, wenn man alleine zum Wrestling hingeht. Deswegen sucht euch immer irgendjemanden, den ihr kennt, oder über das Internet findet ihr genug Leute. Oder findet euch zusammen in der Friends-Gruppe oder so. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute ich schon zusammengebracht habe, die jetzt schon Wrestling gemeinsam gucken. Es ist fantastisch. Es erfreut jedes Mal mein Herz. Alleine bei der GWF, wie viele sich jetzt kennen. Und der gemeinsame, wie sagt man, der gemeinsame Knotenpunkt bin ich irgendwo in dazwischen. Das ist immer fantastisch. Und da gibt's auf jeden Fall Leute immer. Und ich saß damals auch 4. Reihe oder so. Und das war schon ganz cool so. Aber mir ging's dann schon auf den Sack, dass dann alle Leute bei jedem Two-Count nach vorne gelaufen sind, weil sie dachten, das Match ist gleich vorbei. Und dann bekommen sie ein Autogramm. Ich hab das so gehasst, ey. Aber Sami Zayn habe ich live gesehen, das fand ich fantastisch. Auch meine Highlight letzte Woche einfach bloß Sami Zayn wieder zu sehen. Weil mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich die Musik von Sami höre. Es ist fantastisch. Wie war denn die Crowd in Berlin? Naja, geht so. Ist halt WWE-Crowd allgemein, ist halt sehr markig drauf, ist aber auch nicht allzu schlimm, so, ne? Und ich war da meistens, also vor allen Dingen so in den ersten Blöcken oder vor allen Dingen in den ersten Reihen sind dann meistens entweder VIPs, die irgendwie Tickets durch irgendeine Dritte bekommen haben oder Leute, die zu viel Geld haben. Und das sind meistens Leute, die immer dem entsprechen oder dem typischen Klientel entsprechen, dass sie die Faces anfeuern und die Heels nicht. So, das ist ein bisschen nervig so, teilweise. kann man natürlich auch wieder drüber argumentieren, soll man gegen die Faces chatten, bla bla bla. Aber wo man dann einfach gemerkt hat, okay, das sind halt Gelegenheit-Zuschauer, teilweise nur und anders nicht. Wo dann, wenn wirklich nur die ganze Zeit Let's go Cena, Sucks gechattet wird, dann weißt du ungefähr, wie das da zustande geht. Dann fand ich doch schon meine erste WXW bzw. GWF-Show dann im Shake doch schon sehr viel ansprechender. So, du bist schon ziemlich lange hier am Start. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht kannst du ja nächste Woche nochmal anrufen. Dankeschön. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, bis dann. Schönen Abend. Dein Auftrag für dich? Warte, guck mal, pass auf. Ich möchte ich auch noch, das mache ich auch direkt mal hier. Pass auf, Leute, das machen wir noch direkt mal hier. Wir gucken einfach mal, wann bei dir die nächste Show ist und in der Nähe. So, und dann gehst du da mal hin und dann berichtest du bei Lappenalarm, wie das also war. So, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 15.11. Das nächste Mal ist die, wie weit ist Köln von dir entfernt? Schon etwas. Naja, aber das ist. Ja gut, Köln ist am 26.11. und, hier, 10.12. 10.12., da hast du ja bestimmt Zeit, ist ein Samstag wahrscheinlich, genau, und da sind sie in Oberhausen, die WXW, da kannst du gerne mal hingehen. Und dann berichtest du da von deiner Erfahrung. Freue mich schon sehr drauf. Und ansonsten würde ich gerne auch nochmal auf eine wunderbare, was ist denn GXW, Dean Ambrose? Dann würde ich ansonsten gerne auch nochmal auf Dings hinweisen. Wie heißt denn das? Wrestling Plus vom Alex. Der hat eine Karte gemacht, wo man den Umriss von Deutschland sieht. Und da kann man sofort sehen,
wo die ganzen oder wo ganz viele Ligen in Deutschland beheimatet sind. Dann könnt ihr auf einen Blick sehen, wo das nächste Wrestling-Event bei euch sein kann. Hier. So, Moment. Hier, könnt ihr euch das mal angucken. Hier sind nur, also da sind die Promotions beheimatet. Das heißt nicht, dass sie dort immer veranstalten. Das heißt, hier, der Ruhrpott wird komplett belegt von Westside Extreme Wrestling, sind da ständig da. Berlin natürlich, GWF. Im Norden gibt's richtig viel. So, Dresden ist Next Step. In Bayern hast du NEW und GWP. Und ansonsten, guckt ihr mal ein bisschen rum. Ich hau euch den Link gerne in den Chat. Und dann könnt ihr mal selber ein bisschen rüberkommen. So, sorry, bin verrutscht. WXW. Was hast du geschrieben? Da, Dean Ambrose, ruf doch mal an bei Discord und dann können wir darüber reden. So, danke für deinen Anruf. Hat mich sehr gefreut, ja? Ja, ciao, ciao. Tschüss, viel Spaß. Danke für... Falsch rum. So rum. Ich bin in die Lappmann-Lamm-Wartehalle gegangen. So, ich gebe euch den Discord-Link natürlich gerne. Sorry dafür, dass ich das jetzt nicht mitgekriegt habe. So, Moment. Und dann auch noch ein paar Leute bei YouTube. So, und dann haben wir nämlich bei YouTube schreibt jemand, hat für die WXW 35 Euro erste Reihe bezahlt, war der Beste, und dann schreibt jemand, er war bei der WXW und war scheiße. Natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt da mal einen Vergleich haben. Gibt es auch GWF Nähe Wuppertal. Problem ist leider, die GWF hat dieses Jahr ein bisschen versucht, durch Deutschland zu touren. Die Shows waren leider nicht so erfolgreich, muss man sagen. Alle Shows, die außerhalb von Berlin sind nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Was ich auch nicht so schlimm finde. Von daher, und ich finde es eigentlich auch besser, wenn man sich auf sein Heimatgebiet konzentriert und die einfach besser macht, anstatt dass die Leute demotiviert werden durch nicht gut besuchte Shows. Das liegt einfach an Sachen Marketing, aber wir gucken mal, was das nächste Jahr dann bereitstellt. So, ein neuer Anrufer ist der gute Bommel41. Mal sehen, was der zu sagen hat. Bommel41, bitte mach dein Mikrofon an und dann kannst du mit mir reden. Du, eventuell hast du einen Browser offen und da musst du dein Mikrofon erst noch freigeben. Und wenn das nicht klappt, dann lad dir am besten die Discord-Applikation für Windows runter und dann hast du gleich... Da ist er! Hallo? Da ist er! Hallihallo! Hi! Hallihallo, stell dich kurz vor. Hörst du mich? Ja, ich verstehe dich perfekt. Super. Hi, ich bin der Kevin, 25 Jahre alt. Cool. Und ich gucke schon seit ungefähr 10 Jahren Wrestling. Ja, gut. Woher kommst du? Und ich komme aus Nähe von Holland. An der holländischen Grenze. Sehr schön. Was für ein Thema hast du mitgebracht? Du hast ja mit deinem vorherigen Gast über die WWE Live-Tour gesprochen, ne? Ja. Und, ich selber war in Oberhausen bei der Live-Tour. Und fandest du die Show echt so schlecht? Das Problem ist halt, warte mal, Oberhausen war ein Tag vor Berlin, ne? Ich glaube ja. Genau, und das war genau die gleiche Show wie in Berlin. Genau. Ja, also schlecht natürlich nicht. Du kannst bei der WWE nie sagen, dass sie schlecht sind. So, ne? Weil die haben hohes Production Value. Die Leute wissen alle, wie sie zu worken haben, ohne sich zu verletzen in den meisten Fällen auf House-Shows. Das Problem ist halt, wenn dich aktuell die WWE-Charaktere nicht so interessieren und wenn du auch nicht so ein Fan bist von Big Man Wrestling und dann so ein Body Slam Match bekommst zwischen Braun Strowman und Big Show, und du dreimal einpennst zwischendurch gefühlt, dann hast du nicht so die beste Stimmung davon getragen. Ich kann schon verstehen, dass man das voll abfeiert oder dass man dass man daran Spaß haben kann, aber für mich als jemand, der halt jeden Monat die GWF oder Indie-Wrestling-Shows an sich sich anguckt und einfach eine ganz andere Art von Matches geworden ist, auf die er voll steht und so, dann ist das vielleicht ein bisschen ermüdend. Aber ich kann es vorverstehen, wenn man trotzdem daran seinen Spaß findet. Ich meine, ich bin auch ausgemerkt, wenn ich die Musik von Kevin Owens oder Sami Zayn höre. Aber ansonsten, für mich war zum Beispiel Match of the Night Sami Zayn gegen Jericho. Das fand ich super. Ja, das fand ich nämlich auch. Ja. Ich hatte mal auch, was er vorher dann noch gebracht hat, wo er ganz Deutschland beleidigt hat und ihr stinkt alle und so. Leiser! Mega witzig. Leiser!
Die hat die danach auch mega ausgebucht, ne? Ja. Ich meine, wie gesagt, hast du ja schon gerade gesagt, ziemlich mag ich immer, wenn die in Deutschland nach Deutschland kommen. Ne? Ja. Übrigens, Hannes schreibt gerade, Franz hätte am liebsten so One-Spot-Wrestling-Show wie PWG. Nein, hätte ich nicht. Das ist mir dann doch zu viel. Ich finde, da macht GWF zum Beispiel eine sehr gute Mischung. Das ist keine reine Spot-Show. Ich kann mir auch PWG nicht komplett angucken. Ja, erzähl weiter. Erzähl ein bisschen von deiner Erfahrung bei WWE Live. Also ganz ehrlich, das war meine erste Wrestling-Show, die ich gesehen habe live. Ja. In der Halle und ich muss sagen, ich hatte den Spaß meines Lebens da. Das ist fantastisch. Ja. Ich habe auch, ich war mit einer jungen Dame da und selbst die hat nachher gesagt, boah, dass sie das richtig geil fand. Aber ich sag mal so, so Shows sind auch mehr für so Familien. Da waren viele Familien da mit ihren kleinen Kindern, die haben das auch richtig alle gefeiert und für die war das echt eine mega geile Show, ne? Und ich denke mal, darauf sind die Shows auch ausgelegt, ne? Auf jeden Fall, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich hatte auch die Diskussion oder diese Konversation mit Pascal Spalter nach der WWE Live-Veranstaltung und er meinte auch, man sollte den Leuten man sollte den Leuten, denen es gefallen hat, nicht den Spaß absprechen oder denen irgendwie versuchen zu verklickern, dass die Show scheiße war oder so, weil die halt Geld dafür ausgegeben haben und selbst Spaß hatten und so. Ist natürlich eine Frage so, ob man den Leuten gefallen tut, weil man kann es ja auch so sehen, man könnte ja sagen, okay, ich sag dir, das und das war scheiße und deswegen kommst du lieber zu einer Indie-Wrestling-Veranstaltung und dann spart er eventuell beim nächsten Mal Geld und geht nicht zu der Show und kommt da durch zur GWF oder WXW oder so. oder du sagst halt, okay, dann hab weiterhin Spaß, so, ne? Ich meine, kann man diskutieren, wie man möchte, aber ich verstehe deine Punkte vollkommen. Das ist voll richtig und vor allen Dingen, wenn es die allererste Wrestling-Show ist, ist es natürlich nochmal ganz was anderes. Aber ich glaube, ich habe jetzt die eine Show gesehen, WWE, die kommen ja, glaube ich, im Februar schon wieder nach Deutschland. Ne? Ja. Und ich glaube, die werde ich mir dann nicht angucken, weil ich glaube, einmal, wenn man es einmal gesehen hat, ist schon mega geil, aber ich glaube, ein zweites Mal braucht man sich das auch nicht angucken. Ne? außer wenn jetzt irgendjemand Besonderes da ist oder wenn es sich in der Undertaker dann plötzlich da ist, dann natürlich will da jeder hin. Ne? Ja. Aber jetzt will ich mir die nochmal anschauen. und hast du denn eventuell Interesse, jetzt kommen wir jetzt zum Thema, zu irgendeiner Independent Wrestling Liga mal, die anzuschauen oder sowas in der Art? Ich meine, ich sag's immer wieder, wenn ihr WWE live gesehen habt, ist eine Sache, aber ein bisschen im Indie Wrestling zu sein, ist nochmal eine ganz andere Sache, weil das Coole ist halt am Indie Wrestling, du findest halt sofort Leute, weil es da nicht so eine Masse an Leuten ist wie bei WWE live, wo halt alle fremd sind, sondern wenn du Glück hast, findest halt ein, zwei Leute und dann seid ihr halt so Best Friends for Life und dann werdet ihr zur richtigen Familie, vor allem sind bei der GWF so, die ganze erste Reihe kennt sich untereinander und so weiter, und ich denke, also, das ist eine ganz andere Erfahrung, ja. Also ich muss ja sagen, ich wohne hier ja ziemlich abgelegen eigentlich vom Rest von Deutschland. Also ich habe hier wirklich keinen so wirklich in meiner Nähe, der so Wrestling-Fan ist. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Sonst würde ich auch gerne mal so obwohl WXW, weil ich davon gesehen habe, fand ich eigentlich ziemlich scheiße, muss ich mal so sagen. Oh, warum? Also das, weiß nicht, ich finde die Matches irgendwie, die ich mir davon angeschaut habe, nicht so. Also wenn ich mir da GWF in den Gegner zu an, da gucke ich mir lieber an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht warum, aber zum Beispiel Courage fand ich ganz cool. Ja. Aber Berlin ist so weit weg und das ist das Problem, weil ich jetzt sonst auch nicht so, nee, WXW wäre jetzt eigentlich gar nicht so weit weg. Aber vielleicht mal gut für einen kleinen Urlaubstrip. Im Februar gibt es dann Global Warning, auch mit zum Beispiel Fabian Eichner, der ja auch in Folge 3 dabei war. Und Courage. Meine Überlegung wert. Ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Frage. Es gibt, die Ausrichtung ist ja auch komplett verschieden von den beiden Promotions. Eine sitzt eher so auf Hardcore-Fans, die auf, ja, so halt, genau, WXW sitzt eher so auf Hardcore-Fans, die so Spot-Wrestling so abfeiern oder halt Fly-Ins gerne gucken, jedenfalls bei den größeren Shows. Und GWF setzt ja dann doch eher auf den Unterhaltungswert und oder auch viele eigene Talente. Gut, hättest du noch sonst noch irgendwas loswerden oder möchtest du noch irgendwie, mach doch Kontaktanzeige hier bei Lappenalarm, sag ungefähr, wo du wohnst und vielleicht finden sich ja Leute, die bei dir um die Ecke wohnen. Nochmal, wenn jemand aus, jawohl, kennt jemand Kleve von euch, dann könnt ihr euch auch vielleicht mal melden, vielleicht hat mal jemand Bock zur WXW zu gehen, auch wenn ich nicht so Bock drauf hab, vielleicht irgendeine andere Show, die in der Nähe ist. Mal schauen. Gut, danke dir, Franz. Ne? Kein Problem. Freue mich, dass du angerufen hast. Immer wieder cool, neue Leute zu hören. Haust rein. Ciao. Der gute Lasse fragt, Franz, bist du am Sonntag bei Martin dabei? Ja, natürlich bin ich dabei. Und ich glaube, ich werde tatsächlich dieses Wochenende mal wieder Live-Reactions machen. Survivor Series. Weil ich glaube, Survivor Series gucke ich mal wieder live an. So.
Sebastian, ich will es kurz mal wieder live an. Wir haben 45 Minuten rum, aber es freut mich, dass wir echt ein paar neue Leute am Start haben. Zum Beispiel Rode Käfer. Der Rode Käfer, was geht ab? Sprich, Käferli, sprich. Sprich, Käferli, sprich. Denn nicht. Aber cool, vielleicht beim nächsten Mal. Dann haben wir den Username mit dem besten Namen. I wanna bang Sascha Banks. Fantastisch. Hallihallo. Sprich. 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 Sprich, Mister. Hallo. Hallihallo, stell dich vor. Sprich. 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 Sofort! Vielleicht beim nächsten Mal. Schade. So, wen haben wir noch? Den Devin123WWE. Hallo, Devin! Devin, was geht ab? Tag. Stell dich kurz vor. Ich bin Devin, bin 14 Jahre alt und gucke jetzt knapp 5 Jahre Wrestling. Boah, krasser Dude. Was für ein Thema hast du uns heute mitgebracht? Also erstmal wollte ich dich fragen, bei der We Love Wrestling Tour von der WXW, wo wirst du dabei sein? Wahrscheinlich nirgendwo. We Love Wrestling ist die 2017 ist, ne? Ja. Ja. Yeah. Schwierige Frage. Woher kommst du? Also Braunschweig, also ich bin in Wolfenbüttel dabei. Ja. Yeah. Sind die nicht auch so in Braunschweig? Nee, leider nicht. Warte mal, Braunschweig. Wie weit ist denn, warte mal, wo ist, ich muss kurz mal gucken, hier, wie die Termine hier gelegt sind. Das Shotgun, hier, blablabla, Wolfenbüttel. Ist auch ein cooler Name für ihn. So, hier. 21. Januar ist das, richtig? 27. Entschuldigung. Ja. 27. Wolfenbüttel, wie weit ist denn das entfernt von dir? Also, mit dem Auto 5 Minuten. Geile Sache, das ist natürlich fantastisch. Nee, ich muss sagen, ich habe nicht wirklich vor, bei der Tour dabei zu sein. Ich hätte mir es gerne angeguckt, wenn die WXW wieder in Berlin hier dabei gewesen wäre. Problem ist nur, die WXW ist so nett und veranstaltet parallel zur GWF. So. Und da kann ich natürlich jetzt nicht die GWF im Stich lassen. Ansonsten könnte ich mal überlegen, was wäre bei mir noch in der Nähe. Was ist denn aus Berlin-Sicht noch einigermaßen? Ach so, warte mal. Karat ist nicht Teil der Tour. Beim Karat bin ich wahrscheinlich dabei, aber das ist nicht Teil der Tour in Oberhausen. So. So. Da bin ich wahrscheinlich am Start wieder. Weil das ist ja denn so das Wrestling-Wochenende in Deutschland. Da ist ja wahrscheinlich auch wieder Perky am Start. Und Karate, da kommen ja auch coole Indie-Leute aus Amerika. Das werde ich mir hoffentlich angucken, je nachdem. Aber ansonsten, vielleicht wäre True Colors eine Überlegung wert in Dresden. Aber das der 8.4.2017, das sieht mir nach einem Samstag aus und das hört sich so an, als würde da auch die GWF veranstalten, weil die immer am ersten Samstag im Monat veranstalten. Von daher. Sorry, also ich glaube, das wird leider nichts. Bist du vielleicht bei WWE Live im Februar irgendwo am Start? Nee, leider nicht. Ja. Weil ich habe mir gedacht, dieses Jahr nicht, also diese Live-Tour nicht, weil ich war jetzt bei den letzten Live-Tours immer dabei und die waren jetzt ja nicht so, sind halt House-Shows und muss ich mir nicht unbedingt reinziehen. Da gehe ich lieber zum deutschen Wrestling und hab da mehr Spaß. Ganz genau. Ich bin auch noch im Überlegen, wo ich hinfahre. Wenn überhaupt, ist ja im Februar. Wo sind die denn? Die sind in Regensburg? Die sind in Nürnberg? Leute, helf mir mal bitte kurz. Wo noch? Köln? Ich weiß es nicht. Sind die in Köln? Oder Hannover oder so? Hannover ist irgendwie dabei. Ja. Hannover. So, war das denn das dichteste am Berlin? Hannover wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Da frage ich, wie viele Stunden fahre ich denn da hin? Mal gucken. Hannover, ey. Nirgendwo im Osten veranstalten, ey. Wo kommen wir denn da hin? Maps.
Fahrroutenplaner. Mal sehen, Berlin, was sagt er? Mit der Bahn. Och, sind ja nur 6 Stunden. Ach nee, ist jetzt in der Nacht, oh, Entschuldigung. Nee, 2 Stunden, das geht ja voll. Mit dem ICE. Ja gut, dann wird's wahrscheinlich Hannover bei mir. Ja, Hannover. Ja, gucken wir mal. Irgendwie so um den Dreh. Ja, tut mir leid. Also mit der WXW wird es nichts. Wie bei welchen Indie-Wrestling-Veranstaltungen warst du denn schon? Dieses Jahr zum Beispiel. Ja, bei der BWA bin ich auch selber aktiv. Also bei wo? Bei der BWA, also da, wo Martin auch war. Da bist du auch aktiv, cool. Und bei der WXW war ich dieses Jahr schon einmal. Und ja, sonst nichts. Im YouTube-Chat gibt es gerade Diskussionen von wegen GWF im Rostock, in Rostock, die gab es tatsächlich, aber im April sind, ich glaube, im April ist nicht die GWF im Rostock, sondern die POW oder so. Kann das sein? Müsst ihr mal gucken, auf jeden Fall ist irgendwas im Rostock wieder, aber ich glaube nicht die GWF, das ist mal. Nee, warte mal. Nee, doch, irgendein Rostock-Termin wurde auch angekündigt. Ich weiß ja doch nicht ganz, warte mal, POW. Rostock, ich check das eben, damit der Kollege auch Büro schlafen kann. Das ist 19. November sind die in Rostock, das ist ja schon diese Woche. Und ich GWF Rostock 2017, das müsste, kommt früher, bla 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 bla, 2017 steht hier noch nicht. Aber ich glaube, es wurde irgendwie mal. Es kann sein, dass 2017 irgendwas angekündigt war, aber ich habe das leider nicht ganz im Kopf. Kennt jemand von euch Soltau Heidepark? Ja, da war ich schon mal. Denn im März findet dort eine Show der DWA mit Papa Shango statt. Ja, dann geht da hin. Im Norden ist anscheinend gut besetzt. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Gut, Devin. Hat mich sehr gefreut. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nö, das war's. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ich werde gefragt, was für einen Abschluss ich habe. Ich habe Abitur gemacht und mache gerade meinen Bachelor of Science. Mal sehen. Wie das klappen wird. Gut. Wir haben noch ein paar Leute. Ich nehme nochmal I Wanna Bang, Sascha Banks dran. Der hat irgendwie Probleme gehabt. Der hat irgendwie Probleme gehabt mit dem Kopfhörer eingegangen. Hörst du mich? Kann ich mit dir reden? Erzähl was. Das wird, glaube ich, nichts wieder. Ich stehe dich nicht. Was ist mit dem anderen? Es gibt den Kollegen zweimal. Test, 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 Test. Sprich mit mir. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Dann haben wir den Josh. Nee, der Cem. Der Cem, bist du jetzt da? Hat er wieder sich gemutet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Den haben wir noch, den Joshua. Hallo, Joshua. Hallo. Hallo, stell dich vor. Auf geht's. Hallo. Joshua, stell dich vor. Sofort! Hallo? Ich weiß nicht, was es live sein. Joshua. Hallo? Ach, toll. In dem Moment habe ich ihn rausgeschmissen. So, jetzt. Sprich mit mir. Hallo? Sag was. Ja, ich höre dich. Ich bin der Joshua, bin 15 Jahre alt. Ich schaue seit 4,5 Jahren ungefähr Wrestling. Ja. Bist du gerade im Stimmbruch? Ja. Oder bist du erkältet oder was? Naja, ich bin erkältet ein bisschen, ja. Bisschen erkältet. Alles gut. Ja. Was für ein Thema hast du mitgebracht? Ich habe keins mitgebracht. Ja. Ich bin gerade erst aus der Dusche gekommen und habe gemerkt, dass Lappenalarm ist. Dann habe ich halt mal geguckt. Ja. das könnte so ein Meme werden. So ein Bräuchte. Gibt's nicht irgend so ein cooles Meme, wo irgendjemand verdutzt in der Dusche irgendwas realisiert? Und dann könntest du dann als Caption dazu schreiben, fuck, Lappenalarm hat gerade angefangen. So, ich hab's vor meinem geistigen Auge. Denn Thema, Standardthema, warst du bei irgendeiner WWE Live-Tour am Start letzte Woche oder davor? Ist rausgegangen. Ist einfach rausgegangen. Naja, gut. Dann, ich probier's nochmal mit dem Cem. Cem, bist du da? CIM unterstrich no. Der will nicht. Der will einfach nicht. Dann Lasse. Lasse, was geht ab? Hallo. Alles klar? Jo. Was für Themen hast du mitgebracht? Ja, was soll ich denn sonst sagen, ne?
Soll ich sagen, wie mein Tag war oder wie? Also ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, ey. Fantastisch. Monologer Spaß hier. Oh, erzähl doch einfach mal, wie war dein Tag so? Interessiert die Leute bestimmt. Nee, da will ich lieber nicht antun. Ich habe nämlich schon ein paar Themen vorbereitet. Oh. Ja. Bin ja gespannt, hau raus. Jo. Ja, nee, du hattest ja am Anfang des Livestreams gesagt, du hattest ein Thema sozusagen vorgesagt, dass wir Themenvorschläge für die nächsten Folgen vorsagen sollen. So, da habe ich ein paar rausgeschrieben. So. Perfekt, auf geht's. Also das erste Thema ist Wrestling-Filme. Wrestling-Filme, dazu müsste ich erstmal welche gesehen haben. Aber das ist ein schönes Thema. Habt ihr ein paar Vorschläge? Haut mal ein paar Vorschläge raus in dem Chat von Filmen. Hier, was habe ich gesehen? Beyond the Mat oder so ein Scheiß habe ich gesehen. The Wrestler natürlich. Ja gut, Leute, The Wrestler ist jetzt gut. Das lassen wir mal aus, den kennt jeder. So, aber ansonsten gibt es meist fast nur Dokumentation, oder? Oder halt von TJ-Dokumentation, hier Thumbtack-Check, hier Crimson Mass und so. Hast du noch irgendwelche Filme, die man sich angucken könnte? Nee. Fantastisch. Fantastisch. Ja, nächstes Thema, auf geht's. Dann vielleicht für die nächsten Folgen oder auch vielleicht noch für die Mods, die warten nämlich auch noch, so ein Fazit für Courage ziehen. Fazit Courage, das finde ich sehr gut. Da lade ich dann den Valani Zanti ein. Der hat sich angeboten, dann zu einer Courage Review dann sich bei Lappmalern wieder einzufinden. Und ich denke, darüber würden sich auch einige freuen, wenn wir dann mit dem Valandi darüber ein bisschen schnacken und ihr ihn dann auch fragen könnt zu gewissen Themen, wie das denn so war in den Kulissen. Das Ding ist jetzt, aktuell ist ja Courage jetzt vorbei und wir haben jetzt zwei Leute gefunden, die bereit sind, Untertitel zu machen und die auch einigermaßen zuverlässig sind. Ich habe gerade eine Zahlung erhalten von Beam, fantastisch. Und Unterschiede zu machen. Und die werde ich jetzt in ein Team schmeißen, sobald der eine mir antwortet. Und dann geht's darum, Untertitel zu machen, und zwar englische Untertitel, um Courage auch international ein bisschen zu vermarkten. Und dann gucken wir mal, wie das noch wird. Also, Courage-Fazit finde ich einen guten Themenvorschlag, und den machen wir auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall, da werde ich auch noch dabei sein, weil ich habe noch ein bisschen was zu Courage zu sagen. Kann ich ja schon mal andeuten, gerade kurz andeuten, weil ich habe Courage gesehen und dann einfach diese Klickzahlen. Courage hat einfach nicht viele Klicks, meiner Meinung nach. Es ist einfach viel zu wenig für das gute Produkt, was da entstanden ist. Also. Ja gut, aber das kannst du natürlich bei ganz vielen Sachen sagen. Aber wenn du es in Relation setzt zu Wrestling Deutschland allgemein, dann sind es schon viele Klickzahlen. So, wenn du halt dir Shotgun oder so anguckst, verziehen die jede Woche 2000, 3000 Klicks, wenn überhaupt. So, und Courage hat die ersten zwei Folgen haben 10.000 Klicks und alle haben konstant über 4.000 Klicks und das wird ja auch demnächst jetzt steigen, weil es ja natürlich jetzt nicht, was jetzt abgeschlossen wird und immer noch Leute dazukommen. Aber du hast vollkommen recht. Es sollten mehr Leute sehen. Ja, auf jeden Fall. Zufrieden sind wir auf jeden Fall damit, Fares. Ja, damit sind wir auf jeden Fall zufrieden fürs Erste. So. So, dann nächstes Thema wäre Wrestling-Sendungen im deutschen Fernsehen. Also ich meine damit so War bei Tele5, NXT ist jetzt auch beim Pay-TV-Sender. ProSiebenFun, ja. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Es hier von wegen WWE in der Sky-Zeitschrift hier, Programmplanung oder so. Da bin ich ja gespannt, ob es wirklich wieder WWE im Sky bei Sky gibt oder ob The Zone da irgendwie einsteigt oder keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt, was das wird. Ja, wie gesagt, wollte ich einfach nur mal fragen, wie du einfach die Kommentare dazu findest, also zum Beispiel bei War, bei Tele5, Manu Thiele oder bei SmackDown, bei ProSieben Max, Sebastian Hackel oder sowas. Also mein Lieblingskommentator ist natürlich bei NXT und das ist Valani Zanti. Obwohl ich noch keine NXT-Ausgabe mit ihm gesehen habe. Warum war das so klar? Aber weiter. Nee, finde ich auch ein sehr schönes Thema, WWE-Shows im deutschen Fernsehen. Und natürlich dann noch die Frage, was müsste man machen, um eine Indie-Show ins deutsche Fernsehen irgendwie zu bekommen? Das ist die Frage, ja, aber Lucha Underground ist ja jetzt auch im deutschen Fernsehen. Ja, aber ich meine, das ist eine Indie, also eine so aus Deutschland, meine ich. Aber und ach so. So, also was müsste man haben und so weiter. Aber ist nicht das Problem. Genau, aber Lucha Underground kommt ja dann bei TNT-Serie, was natürlich auch wieder Pay-TV ist. Aber nochmal als Tipp, wenn ihr nicht
Sky habt, dann könnt ihr auch wie Netflix euch Sky Online oder so holen. Dann zahlt ihr irgendwie 10 Euro im Monat und dann bekommt ihr ganz viele Sender und dann ist auch der TNT-Serie mit bei. Und dann könnt ihr auch immer Lucha Underground On Demand gucken, ohne dass ihr einen Fernseher haben müsst. So, weil manche Leute haben gar keinen Fernseher, so wie ich. Ja. Mhm. Aber ich hätte schon mal gesagt, ich hätte es besser gefunden, hätten sie einfach Lucha Underground On Demand verkauft oder bei iTunes reingehauen, auch auf deutschen Markt, weil vorher war es ja nur auf, oder es ist aktuell nur auf iTunes im amerikanischen Markt. Vielleicht gibt es ja das dann parallel, das wäre interessant. Hast du noch mehr Themen? Ja, spontanes Thema, was mir einfällt. Wie geht's eigentlich mit deinem Studium so weiter? Studium, schwieriges Thema. War letzten Wochen leider fast gar nicht da. Wegen Courage und Unstoppable und weil ich auch mal irgendwann schlafen muss. Aber ich muss es eigentlich mal wieder mehr in Angriff nehmen. Hausaufgaben mache ich noch, klar. Also, wenn ich es schaffen sollte, dann habe ich halt jetzt bin ich aktuell im dritten Semester und im Februar wären dann die Prüfungen dafür. Und theoretisch wäre ich ab April im Auslandspraktikum. Ich bin am überlegen, wie ich das handle. Eigentlich, ich will nicht im Ausland Praktikum machen. Erstens will ich für die GWF viel lieber arbeiten. Zweitens würde ich dann nicht YouTube normal machen können. Drittens, ich hasse verreisen. Ich will meine Wohnung nicht aufgeben. Für ein halbes Jahr oder was auch immer. Das will ich einfach alles nicht. Deswegen, mehrere Möglichkeiten. Ich finde irgendwie Umweg, dass ich auf Papier im Ausland arbeite, aber in Berlin arbeite. Ich nehme Urlaubssemester und schiebe das Praktikum ganz ans Ende. Drittens, ich schieb's einfach auf und mache eventuell Fächer nach, die ich jetzt im dritten Semester nicht schaffen werde. Viertens, weiß ich noch nicht ganz. Ich suche mir irgendwas an der polnischen Grenze und fahre jeden Tag nach Hause. Irgendwie so ist der Plan. Der Kollege ist rausgeflogen, aus welchem Grund auch immer. Lasse, warum bist du denn rausgeflogen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das so geht's aktuell in meinem Studium weiter. Eigentlich will ich schon gerne fertig machen. Oder zumindestens, eigentlich ist mir mein Studium in dem Sinn egal, dass es mir egal ist, dass ich diesen Zettel habe, wo steht, ich bin Bachelor of Science. Ich habe angefangen zu studieren und programmieren zu lernen. Und da ist mir relativ egal, was auf dem Zettel steht und so. Weil ich eh nicht vorhabe, für irgendjemanden was, also eigentlich habe ich nicht vor, für irgendjemanden in der Firma also zu arbeiten. Dafür mache ich viel zu gerne so selbstständigen Kram, so auf YouTube und für die GWF und keine Ahnung. Ja, da habe ich mal eine Frage. Würdest du dir vorstellen, für die GWF so einen Festjob zu haben? Auf jeden Fall. Vielleicht bekomme ich da ja sogar so ein Angebot demnächst, wie viel das am Ende sein wird. Also es geht halt darum, dass 2017 auf jeden Fall GWF auf ein Level höher gebracht werden soll. Und dann gibt es verschiedene Säulen, auf die sich konzentriert wird. Und vielleicht bekomme ich sogar eine etwas größere Verantwortung und dann auch mit einem Vertrag und so weiter und so fort. Aber es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Und ich habe auch bloß von Hören und Sagen gehört, ich habe bloß von Weitem gehört, was man da so vorhaben könnte. Aber auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen. Auf jeden Fall. Weil ich kenne, Leute, Wenn ich die Verantwortung habe für die GWF und Sachen on demand, Video, alles, was mit Video zu tun hat, dann geht's aber richtig hoch. Ich sag's euch, das ist ja mein Ziel. wird GWF gleichbedeutend mit WWE und Wrestling in Deutschland. Ich sag's euch, jedenfalls bei den Internetfans. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber man muss sich ja Ziele setzen. Stimmt das eigentlich, dass Martin selbstständig sein will mit YouTube? Wie will? Ist er schon. Er lebt komplett von YouTube. Echt? Ja. Er hat keinen Job. Er hat sein Studium abgebrochen. Job hat er auch gekündigt. Also er hätte halt seinen Job gekündigt, um mit Studieren anzufangen. Hat dann gemerkt, er braucht zu viel Zeit für YouTube, damit er sein Studium finanzieren kann. Und macht jetzt einfach YouTube voll zeitmäßig und halt die Spenden und so, die er reinbekommt. Twitch und YouTube ist ja hauptberuflich auf jeden Fall. Ja, da hat er auf jeden Fall meinen Respekt. Würdest du dir auch sowas vorstellen, wenn du... Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde auch sagen, würde ich mich komplett auf YouTube konzentrieren, könnte ich locker von YouTube leben. Locker. Also würde ich mir ein bisschen mehr Mühe geben in Sachen Content-Erstellung und ein bisschen mehr Videos bringen, die auch erfolgreich sind. Weil, ihr wisst doch, das Know-how dazu habe ich, aber keinen Bock. So, oder so in der Art...
Aber ich, naja, habe schon so oft Diskussion geführt. Aber ich könnte auf jeden Fall, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe geben würde, würde ich davon leben, weil ich brauche nicht viel an Geld pro Monat. Ich brauche nicht viel. Hm. Jo. Gut, Lasse. Ja, brauchst du brauchst ja so eine Flaschenbooster und. Genau. Also, und ein Nettowasser. Ja, alles klar. Haust rein, Lasse. Ciao, ciao. Jo, tschö. So, ich probiere nochmal die drei Leute, die vorhin nicht funktioniert haben, aus welchem Grund auch immer. Wir fangen an mit Roter Käfer. Roter Käfer. Franz an Roter Käfer. Kannst du mich hören? Sorry, kommt nichts an. Dann, I wanna bang Sasha Banks. Hörst du mich? 3, 2, 1, sprich! Es funktioniert nicht. Dann der Cem. Cem. Sprich mit mir. Auch er ist nicht in der Lage, ins Mikrofon zu sprechen. Dann haben wir noch den Johnny. Johnny, du bist da, aber die funktioniert. Hallo, Johnny. Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Hast du ein Thema mitgebracht oder möchtest du bloß die Sendung in die Länge ziehen? Ich habe ein Thema, worüber wir reden könnten. Ui. Storylines im Wrestling. Storylines im Wrestling, dann hau mal einen raus. Du hast ja gesagt, dass du es gut fandest bei der GWF jetzt, dass du sozusagen aus jedem Bereich viele Bereiche angesprochen habe, Romantik, Krimi, ähnliches. Findest du es gut, dass so viele verschiedene Bereiche in eine Show gequetscht werden? Oder würdest du sagen, man sollte sich eher so auf einen Bereich beziehen, so eher so romantikmäßig oder sozusagen, dass man nicht alles in eine Show oder in eine Serie versucht reinzuquetschen, sondern immer sich auf ein, zwei Themen bezieht? Ja. Schwierig. Also auf YouTube generell gilt ja der Grundsatz, umso mehr du dich spezialisierst, umso erfolgreicher wirst du. So, ne? Macht ja auch vollkommen Sinn. Siehst du ja, die Leute, die am erfolgreichsten sind, haben sich auf ein Thema spezialisiert und machen nicht von allem. Oder außer wenn deren Konzept ist, ich zeige meine eigene Person, dann können sie natürlich das alles machen. Aber siehst du denn halt Channels, die FIFA-Videos machen, dann machen sie auf dem Channel nur FIFA und Fußballzeugs und so. Und das wollen Leute dann sehen und machen für einen anderen Kram dann einen extra Channel oder so. Und bei mir ist es halt genauso mit den Wrestling-Videos und so. Ich weiß nicht ganz, wie das in den Serien, wie das ist mit der Zuschauerbindung bei Serien und so, weil es ja nochmal ein ganz anderes Thema ist, auch von der Folgenlänge und was nicht alles. Das Gute ist jetzt bei Courage zum Beispiel, es gibt ja nicht so einen Riesenfokus auf alles. Das heißt, man kann ja nicht wirklich sagen, wir sind eine Romantikserie oder so. Wir haben halt von allem so ein bisschen. Und solange man halt Wrestling irgendwie feiert und gerne unterhalten wird durch Wrestling, finde ich, ist so eine gute Mischung eigentlich ganz angenehm. Und ich denke auch, eine Wrestling-Show nur basierend auf Dramatik oder auf Romantik und Comedy würde gar nicht funktionieren, oder? Ah, man kann es ja vielleicht so aufbauen, dass man immer so Teilabschnitte hat, nicht versucht, nur in Courage zum Beispiel jetzt alle Sachen so leicht anzuschneiden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die WWE angucken, ja. Die haben ja immer ein paar Bereiche für, sagen wir mal, einen Monat bis zwei drin, was immer so ein bisschen wechselt. Die haben ja nicht alles gleichzeitig, die haben ja nicht irgendwelche Entführungen, Liebesgeschichten, alles gleichzeitig so drin. Die arbeiten ja meistens so Thema pro Thema angemessen. Die haben jetzt nicht alles so gleichzeitig. Also ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Also bei der WWE sind da auch 1000 Storylines parallel. Da gibt es auch ganz viele Comedy-Segmente und ernsthaftere Segmente. Und da bist du auf einmal im Hinterhof von Bray Wyatt, während parallel dann wieder Golden Truth sich abfeiert. Oder nur, ich sehe da nicht ganz den Unterschied. Ein großer Unterschied, was ich jetzt eigentlich auch sage, ist die Schaulänge. Weil wenn wir sagen, wenn wir jetzt auch die WWE angucken, die haben jetzt, sagen wir mal, 5 Stunden oder so pro Woche, wenn wir jetzt Pay-Per-Views und sowas weglassen. Ja. Natürlich kannst du in 5 Stunden viel mehr verschiedene Storylines auch ziehbar reinbringen, als jetzt Courage, die 40 Minuten bis Stunde 20 oder so pro Woche liefen, dass du da vielleicht mehr Bereiche auch ansprechen kannst. Aber ich würde nicht sagen, dass die WWE immer alles komplett gleichzeitig drin haben. Die machen ja nicht pro Woche sozusagen fast so immer so alles drin, haben immer so ein paar Themen, welche sie anschneiden und dann so 2, 3 Themen, die man sie hauptsächlich durchziehen. Ob es da jetzt irgendwie so eine Freundschaftsgeschichte zwischen Chris Jericho und Kevin Owens als Hauptstoryline verbucken und dann immer so ein paar kleine Nebenstorys dazu haben. Ja, schwierig.
Schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Comments und natürlich hier im Chat. Ich lese gerade auch nochmal ein bisschen den YouTube-Chat von wegen GWF im Rostock im April. Ich meine auch, dass es Olaf Heiden gesagt hat. Deswegen spreche ich, ich habe das Match geschnitten. Ich kann auch gerne später nochmal nachgucken, wer hat das gesagt? Moment. Wer war denn das? Der Tossler oder wer war das? Der Christian. So, braucht man Informatik-Abi? Nein, brauchst du nicht. Also nicht für meinen Studiengang. Ich hoffe mal, dass bald diverse Termine veröffentlicht werden. Ich empfehle kann ich GWF auf jeden Fall. Live ist echt nochmal eine ganz andere Sache. Ich kann es nur empfehlen. Auf jeden Fall. Wo haben wir denn da? Achso, hier, der Christian, genau, der hat es gesagt. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Comments. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ist halt noch eine ganz andere Sache, ob du 5 Stunden pro Woche zu befüllen hast oder ob du 6 Stunden pro Jahr zu befüllen hast mit Courage. So. Wann fändest du den richtigen Moment oder wie früh sollte Courage wieder auf Sendung gehen, damit die Pause lang genug war, dass Leute wieder hyped auf die Sendung sind und wieder Bock haben auf das Format an sich? Also ich habe da zwei Ansichten. Ich würde sagen, für die Zuschauer wäre es am besten so jedes halbe Jahr damit wieder anzufangen. Also sagen wir so 6 Monate ungefähr Pause und dann die nächste Reihe zu machen. Aber man merkt auch, wie viel Stress es für dich oder für die anderen Leute sind. Da würde ich sagen, es reicht, wenn man es einmal pro Jahr ungefähr macht, wegen es ist auch eine hohe Belastung und so jedes halbe Jahr dann diese Belastung für Monat bis zwei oder wie viel ihr da jetzt hattet, reinzustecken, ist schon heftig. Wegen, ich würde sagen, für Zuschauer am besten halbjährig, aber für euch ganz eher. Ja, gibt's natürlich, wäre natürlich geil, hätte man Courage so jede Woche, so im Jahr. Ne? Das Ding ist halt, wir haben jetzt ja erstmal Staffel 2, Courage 2016 produziert. Und wir haben jetzt erstmal ein Produkt, ich habe es auch schon an anderer Stelle immer gesagt, und das kann man halt vorzeigen. Und im besten Fall finden wir halt irgendjemanden, der das Ganze fremd finanziert, sodass man auch Leute bezahlen kann. Weil Courage war im Prinzip von freiwilligen Helfern geprägt. So, ich habe Courage auch for free gemacht, genauso wie der Ingo Vollenberg oder Valanizanti und so. Da ist ganz viel Herzblut mit drin da. Und in der Hoffnung, dass man dann so ein krasses Produkt aufbaut, was man dann irgendwie an Leute herantragen kann, die ein bisschen mehr Geld haben und eine Vision dahinter sehen. Und wo man dann sagen kann, okay, guckt euch an, was wir gemacht haben, ohne jegliches Budget. Ohne Budget. So, und guckt euch an, was für einen hohen Produktionsvalue wir da schon haben. Und dann überlegt mal, was wir auch nur mit dem geringsten bisschen Budget mehr machen könnten. So, und da gibt es natürlich verschiedene Ansichtspunkte. Geht man zu einem Sender? Geht man zu einer Art Netflix oder The Zone? Lasst man das Crowdfunding-mäßig finanzieren? Und würde man dann sagen, okay, alle Leute, die helfen, das zu finanzieren mit Crowdfunding, bekommen dann schon die Großveranstaltung for free dann oder irgendwie sowas in der Art. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die das Jahr 2017 dann bietet und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze hinführen wird. Johnny hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Ciao. Ciao. Das war's mit Lappenalarm. Wir haben jetzt schon wieder über 70 Minuten gelabert. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Sorry an die paar Leute, die jetzt nicht rankamen. Checkt doch bitte eure Discord Einstellungen. War doch eine sehr schöne Diskussion, die wir hier miteinander geführt haben. Gerne eure Meinungen in die Kommentare und dann überlege ich mir auch nochmal, was wir dann nächste Woche machen werden. Dann hoffentlich auch mit ein paar Bildern mit den ganzen Friends von der WWE Live und war jetzt Doppelbild, obwohl da nicht so viele waren. Bis dann, Daumen auf cool, Airblock aus, euer Franz, euer Zockt. Haut rein und ciao.